Ja, das ist das neue Gravelbike von meinem Freund, des Vitus Sebstens CRS1. Mein Freund ist hinter der Kamera aktuell. Er wird euch auch gleich noch ein bisschen was zu dem Gravelbike erzählen. Aber vorneweg erstmal, warum hat er dieses Fujiyari nicht mehr? Darüber habe ich in meiner letzten Podcast-Folge gesprochen. Werde ich euch unten verlinken, weil ihr müsst mir beim Reden nicht zuschauen, um da ein paar Infos darüber zu bekommen. Deswegen Podcast unbedingt anhören. Und wir haben letztens auch ein Video gemacht, wo wir mein Ghostbike mit dem Fujiyari verglichen haben. Das werde ich euch unten auch nochmal in die Videobeschreibung verlinken. Und jetzt wechseln wir die Position und der Steffen erzählt euch ein bisschen was. Let's go. Ja, die Caro hat mich ja schon angekündigt. Das letzte Video, wo wir unsere beiden Gravelbikes verglichen haben, wer das gesehen hat, weiß ja, dass ich ein paar Punkte hatte, die mir an dem Yari nicht gefallen haben. Darum hatte ich dann direkt angefangen, nach einem neuen Bike zu suchen. Es gab auch ein paar coole Tipps. Danke dafür nochmal. Und schlussendlich ist es jetzt das Vitus Sebstens geworden. In der Carbon-Variante gibt noch eine Alu- und eine Stahl-Variante. Die Carbon-Variante ist es geworden, weil es war verfügbar, der Preis hat gepasst. Ich mag Carbon als Material, weil sich das Bike von Caro und Caros Mountainbike gut anfühlt im Vergleich zu einem Alurahmen. Stahl hätte ich auch cool gefunden, war nur die Verfügbarkeit nicht gegeben. Aber wie auch immer. Warum das? Es hat ungefähr eigentlich alle Punkte, die mir an dem Fuji nicht gefallen haben, habe ich jetzt hier. Ich kann Reifen in 700 bis 50 fahren, in 650B bis 2,1 Zoll sogar. Einfachantrieb, vollhydraulische Bremsen. Diese Apex-Gruppe von SRAM haben wir bei Caro nur extrem gute Erfahrungen gemacht. Knappe 5000 Kilometer ohne Probleme. Wie einige schon erwähnt hatten, war es gar nicht so einfach oder ist es gar nicht so einfach, ein Bike mit 180er Scheiben zu finden. Da hat Ghost mit seinem Post-Mount ein bisschen was zusammengefummelt, deswegen sind es nur 160er. Hat sich jetzt aber herausgestellt, dass es extrem gut funktioniert auf Trails wie auf steilen Straßen. Einziger Kritikpunkt wäre, wir haben keine Flaschen, in Anführungszeichen, Mounts auf dem Oberrahmen, auf dem Oberrohr. Unsere Freunde von Restrap haben wir allerdings sehr schnell reagiert und haben uns noch eine andere Tasche dafür besorgt. Der Vorbau ist hässlich, der fliegt irgendwann raus. Hey Steffen, ich bin hier auf Karos Bike. Sie hat mich einfach von deinem Fuji Bike entwendet. Und ja, du kannst mich gerne auch auf das Vitus Bike stecken. Das ist Kosmetik. Ansonsten sind jetzt die ersten 600 Kilometer damit abgespult. Fährt sich extrem schön, keine Probleme, kein gar nichts. Gut, alles klar. Dann noch ein paar Fakten. Das ist ein L-Rahmen, der passt mir mit meinen 1,84 ganz gut. Der ist vom Reach und vom Stack ein klein bisschen kleiner wie das Fuji, fast ein bisschen auf der größeren Seite war. Von daher hier in den L passt mir sehr gut. Preislich müsst ihr mit ungefähr 2000 Euro rechnen. Interessant war auch, aus Karos Community hat jemand den chinesischen Rahmenhersteller aufgetan, verlinkt sie in der Videobeschreibung. Und offenbar kann man bei dem sogar diesen Rahmen bestellen in der Wunschfarbe, was vielleicht ganz interessant ist für Leute, die sich wirklich ein eigenes Bike aufbauen wollen. Ich weiß nicht zu Preisen oder sowas, aber das ist eine ganz coole Option noch. Genau, wie gesagt, verlinke ich euch noch unten in der Videobeschreibung. Was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass Steffen direkt eigentlich, ne, auf Tubeless umgerüstet Sofort. hat, und er hat hier diese Lisein-Ventile, die erst neu rausgekommen sind, und bei denen ist ganz cool, dass hier so ein, seht ihr das Löchlein hier, damit kann man den Ventilkern festschrauben, und es hat natürlich eine coole Farbe, gibt es aber auch ja, in Schwarz und noch in anderen Farben. Dann hat er das ganze Fahrrad oder so gut wieder den ganzen Rahmen abgeklebt mit Autofolie. Werde ich euch auch unten den Link reinpacken. Aus dem einfachen Grund, weil ja an meinem Ghostbike habe ich so viele Macken von, keine Ahnung, von einem Mudguard, von einer Flasche, die an den Rahmen gestoßen ist, von Stein. Auf Dauer finde ich das einfach nicht so hübsch. Kleine Kratzer okay, aber große Macken kann man mit so Autofolie einfach gut vermeiden. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nein, wir halten euch weiter auf dem Laufenden, was passiert. Genau, wenn wir den Rahmen geschlossen. zerbrechen, seht ihr das? Auf jeden Fall. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es unten in die Kommentare rein, und Steffen und ich beantworten da gerne und helfen euch Genau. weiter. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Schwingt aufs Bike und travel and ride. Bye bye. Bye bye. Ah, nach hinten fühlst du den Himmel. Andere Richtung.
total schief. Ah ja. Wie schon erwähnt, habe ich eine Podcast-Folge darüber gemacht, warum Steffen nicht mehr das Fuji Yari fährt, habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Viel Spaß beim Anhören!